Moin Leute, was geht ab und ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch mal das meiner Meinung nach beste kostenlose Schnittprogramm für Einsteiger vor, Shotcut. Nachdem ihr euch dieses Video angeguckt habt, seid ihr locker in der Lage, ein Musikvideo, ein Reisevideo, ein Familienvideo, was auch immer, zusammenzuschneiden. Ich zeige euch heute nämlich die wichtigsten Grundfunktionen, die ihr für den Videoschnitt mit Shotcut braucht. Einigen wird jetzt sicherlich auffallen, dass ich das Video schon mal gemacht habe. Das stimmt auch. Das Video kam wirklich sehr gut an. Allerdings habe ich mich jetzt dazu entschieden, das Ganze nochmal neu aufzufrischen. Zum einen, da es mittlerweile auch ein paar neue Effekte, ein paar neue Funktionen in Shotcut gibt, die ich damals halt noch nicht erklären konnte, weil es hier noch einfach nicht gab. Und zum anderen, weil mir jetzt im Nachhinein viele Dinge an dem Video nicht ganz so gut gefallen. Und wenn ich mit einem Video so viele Leute zum Filmemachen bringen kann, dann will ich natürlich auch, dass das Video gut ist. Falls ihr das alte Video also schon geguckt habt, könnt ihr euch das hier auch gerne angucken. Vielleicht lernt ihr ja noch was Neues. So, dann sind wir jetzt hier in Shotcut. Ich zeige euch im heutigen Video, wie ihr erstmal ein Projekt erstellt und wie die Oberfläche von Shotcut aufgebaut ist, wie ihr Clips importiert und diese auch zuschneiden könnt, wie ihr mit Audio bzw. Ton arbeitet, wie ihr Effekte und Filter benutzt, wie ihr mit Blenden und Übergängen arbeitet und wie ihr das Video letztendlich auch exportiert. In der Beschreibung habe ich die Timecodes für die einzelnen Kategorien in diesem Video auch nochmal reingeschrieben. Ihr könnt also einfach zu dem Teil skippen, den ihr braucht, oder halt einfach das ganze Video angucken. Aber dann würde ich auch mal sagen, reden wir nicht weiter um den heißen Brei herum und fangen direkt damit an, wie ihr ein Projekt erstellt. Erstmal an Shotcut angekommen, müsste das Ganze bei euch so aussehen. Hier könnt ihr jetzt erstmal ein neues Projekt erstellen oder ein altes Projekt öffnen. Wir wollen natürlich jetzt ein neues Projekt erstellen und das Ganze nenne ich jetzt einfach mal Shotcut Einführung. Hier bei Videomodus könnt ihr halt die Auflösung und die Framerate von eurem Video einstellen. Das könnt ihr aber einfach auch automatisch lassen, das erkennt Shotcut ja von alleine. Das ist das Schlauste eigentlich. Dann klickt ihr einfach nur noch auf Los und ihr habt euer Projekt erstellt. Dann beginnen wir erstmal mit dem Layout von Shotcut. Hier links habt ihr einmal die Wiedergabeliste, das ist einfach so ein extra Wiedergabeplayer. Dann Filter, das sind halt die Effekte, zu denen wir später auch noch kommen. Und Eigenschaften, das sind halt die Eigenschaften vom gerade laufenden Video. Hier ganz groß in der Mitte haben wir den Wiedergabeplayer, da seht ihr halt einfach das Video, was ihr hier gerade schneidet. Und rechts daneben haben wir dann noch den Audiopegel und dann hier an der Seite nochmal ein paar Informationen zu den ganzen Videos, die ihr importiert habt. Hier unten haben wir dann die Zeitachse, wo wir halt das Video später auch schneiden werden. Hier findet also ja der meiste Spaß statt. Wenn ihr ein Fenster hier mal größer haben wollt, könnt ihr einfach immer auf diese kleinen Punkte hier drücken und das Ganze dann so zurechtziehen. Ich würde zum Beispiel immer die Zeitachse hier unten ein bisschen größer machen. So zum Beispiel. Hier oben haben wir dann drei neue Arbeitsbereiche im Vergleich zur alten Version von Shotcut. Einmal Protokollierung. Dort könnt ihr einfach, wenn ihr mit sehr vielen Clips arbeitet, die ein bisschen besser sortieren. Dann bearbeiten, den werden wir die meiste Zeit benutzen. Dort könnt ihr einfach das Video bearbeiten, schneiden, Effekte darauf anwenden. Und dann noch den FX-Arbeitsbereich. Das ist ein Arbeitsbereich, der ein bisschen speziell auf Effekte angepasst ist. Den werden wir in diesem Tutorial nicht brauchen, der könnte aber später noch wichtig werden. Und darunter haben wir noch drei einzelne Fenster. Einmal ein Fenster mit so Farbinformationen, ein Fenster mit Audioinformationen und dann noch einmal den Player, den Wiedergabeplayer auf Vollbildschirmgröße. Wir wollen jetzt aber eigentlich die ganze Zeit im Bearbeiten Arbeitsbereich bleiben. Um Clips zu importieren, gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ich finde es einfach am schlauesten, den Explorer zu öffnen und euch dann jetzt hier die Datei einfach in Shotcut reinzuziehen. Ich habe jetzt hier einfach so eine kleine Anmoderation von mir. Ich kann euch die einfach mal zeigen. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch das Schnittprogramm Shotcut vor. Und jetzt seht ihr, bevor ich geredet habe, gibt es einen Teil, in dem halt einfach nur Stille ist. Den wollen wir natürlich nicht haben. Dasselbe natürlich auch nochmal, nachdem ich fertig war mit Reden. Und auch nochmal zwischen den beiden, ja ich sag mal, Teilsätzen. Das wollen wir alles jetzt rausschneiden. Wir beginnen erstmal hier mit dem Anfang. Ihr sucht euch jetzt einfach die Stelle, wo ihr angefangen habt zu reden. Jo Leute. Das wäre bei mir circa hier. Und zieht dann diesen Innenpunkt hier an der Seite einfach dahin. Dasselbe machen wir auch nochmal hier am Ende. Viel Spaß. So, hier habe ich aufgehört zu reden. Und dort ziehen wir jetzt auch nochmal diesen Punkt hin. Perfekt. Jetzt haben wir erstmal schon mal das Video begrenzt und können es in die Zeitachse ziehen.
So, und jetzt möchte ich ja noch den Teil hier in der Mitte rausschneiden. Das ist ebenfalls ganz einfach. Erstmal suche ich mir den Zeitpunkt raus, wo ich aufgehört habe zu reden. Ein Video. Das wäre hier. Und hier setze ich einen Schnitt, indem ich entweder auf dieses Tool hier klicke oder indem ich einfach S drücke. So, jetzt haben wir den Clip in zwei Teile geteilt. Jetzt gehe ich nochmal zu der Stelle, wo ich wieder angefangen habe zu reden. Das müsste so ungefähr hier sein und hier setze ich auch nochmal einen Schnitt. Jetzt haben wir hier in der Mitte diesen Teil rausgeschnitten und können ihn jetzt einfach löschen, indem wir einfach entfernen auf der Tastatur drücken und können jetzt die beiden Clips einfach wieder aneinander ziehen. Jetzt gucken wir uns das einfach mal an. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch das Schnittprogramm Shotcut vor. Viel Spaß! Genau so soll es sein. Wichtig ist immer, dass ihr den Magneten hier aktiviert habt, weil dadurch rasten die beiden Clips immer so aneinander. So, das Ganze mache ich jetzt nochmal mit einem anderen Clip. Ich nehme jetzt einfach mal den hier. Der geht ungefähr hier los. Endet ungefähr hier. Und den ziehe ich jetzt auch einfach wieder direkt dahinter. Jetzt ist es natürlich im Hintergrund noch ein bisschen ruhig, weshalb wir jetzt nochmal Hintergrundmusik hinzufügen. Um die Musik erstmal zu importieren, können wir die auch einfach wieder hier im Explorer suchen und dann einfach wieder hier reinziehen. So, die könnten wir jetzt auch wieder zuschneiden, aber das machen wir jetzt noch nicht. Erstmal ziehen wir sie auch wieder in die Zeitachse. So, jetzt seht ihr aber schon, wir haben das Problem, das Video läuft und die Musik beginnt erst, wenn das Video schon zu Ende ist. Wir wollen ja aber, dass das Ganze parallel läuft. Um das zu erreichen, müssen wir hier einfach einmal Rechtsklick drücken, dann zu Spurbearbeitung gehen und eine Audiospur hinzufügen. Jetzt könnt ihr einfach eure Musik unter das Video ziehen und schon läuft es parallel ab. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Genau. Jetzt ist die Musik natürlich wirklich laut und man kann mich kaum noch hören. Das heißt, wir müssen die Musik leiser machen. Dafür wählen wir erstmal den Musikclip hier aus und gehen dann zu Filter. Filter, habe ich ja eingangs erklärt, sind Effekte. Um einen Effekt hinzuzufügen, egal ob zu einem Song oder zu einem Video, klickt ihr einfach immer hier auf das Plus und jetzt habt ihr hier eine Auswahl an Videoeffekten und Audioeffekten. Wir brauchen jetzt natürlich einen Audioeffekt und der Effekt, den wir suchen, heißt Lautstärke bzw. Verstärkung. Da machen wir jetzt einfach mal Doppelklick drauf und schon haben wir den Effekt auf unserem Song. Mit diesem Regler hier können wir das Ganze jetzt entweder lauter machen oder leiser. Und wir wollen es ja leiser, deswegen mache ich einfach mal so minus 25. Gucken wir uns das mal an. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen. Das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen zu leise, deswegen mache ich nochmal ein bisschen minus 18. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen. Kleines bisschen lauter noch. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen. So passt es. Das einzige Problem, was wir jetzt noch haben, ist, dass die Musik hier nach dem Video immer noch ein paar Minuten lang weitergeht. Und um das zu lösen, gehen wir einfach mal wieder ans Ende vom Video. Das ist hier. Wählen den Song einfach wieder aus, drücken auf S. Jetzt haben wir den Song wieder in zwei geteilt und löschen diesen hinteren Teil. Jetzt kommen wir auch mal zu den Filtern bzw. Effekten. Das erste, was ich jetzt machen möchte, ist, diesen Bildausschnitt in diesem Clip hier zu verändern. Dafür wähle ich den auch wieder ganz einfach aus. Gehe zu Filter, klicke auf das Plus und suche mir jetzt hier bei den Videoeffekten den Effekt Größe, Position und Drehung. Da wird schon vorgeschlagen. Mache wieder Doppelklick und schon habe ich ihn auf das Video angewandt. Jetzt habt ihr hier wieder die Möglichkeit, das Ganze hier mit den ganzen Werten und Reglern genau einzustellen. Am einfachsten ist es aber eigentlich, wenn ihr einfach mit eurer Maus über den Wiedergabeplayer geht und per Scrollen rein bzw. rauszoomt und indem ihr auf diesen kleinen Knopf hier in der Mitte drückt, das Video halt verschieben könnt in der Position. Ich wollte ja jetzt, wie gesagt, so ein bisschen reinzoomen. Das kann ich ja nur mal per Scrollrad machen oder halt mit diesem Regler, je nachdem, wie man es lieber hat. Ich mache es mit dem Scrollrad lieber. Ich sage jetzt mal so gefällt mir das ziemlich gut. Jetzt möchte ich mich natürlich noch ein bisschen mehr in der Mitte haben. So gefällt es mir gut. Theoretisch könntet ihr das Bild jetzt auch noch drehen, indem ihr halt hier bei Rotation diesen Regler bewegt oder indem ihr auf diesen zweiten kleinen Punkt hier drückt und den einfach mal so ein bisschen hin und her zieht, aber das möchte ich jetzt nicht. Weshalb ich den Effekt mit diesem kleinen Pfeil hier daneben zurücksetze. Und dieses Zurücksetzen, das funktioniert bei jedem Effekt, egal ob bei einem Effekt für einen Song oder bei einem Videoeffekt.
ganz egal. Hier an der Seite könnt ihr auch noch Animationen mit sogenannten Keyframes machen. Das Ganze ist aber für dieses Einsteiger-Tutorial ein bisschen zu viel. Aber wenn euch das weiter interessiert, könnt ihr einfach mal auf das Video hier oben rechts klicken. Jetzt machen wir mal weiter mit dem nächsten Effekt. Und zwar würde ich gerne bei diesem zweiten Clip hier einen Text hinzufügen. Das Ganze mache ich auch wieder, indem ich, ihr wisst es, den Clip auswähle, zu Filter gehe und auf das Plus drücke. Jetzt wollen wir hier wieder einen Videoeffekt, und zwar heißt der Text Doppelpunkt einfach. Um euren Text einzugeben, könnt ihr einfach in dieses Textfeld hier gehen und ja, dort halt euren Text eingeben. Ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Richard filmt. So. An sich könnte ich jetzt sagen, wir sind fertig, aber nein, wir wollen natürlich noch ein bisschen was an dem Text hier verändern. Ist ja klar. Erstmal beginnen wir mit der Farbe der Schrift. Die könnt ihr hier bei diesem weißen Feld einstellen, indem ihr da einfach immer raufklickt. Und dann könnt ihr jetzt hier euch irgendeine x-beliebige Farbe aussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal so ein, ja, ich habe gerade Lust auf so ein schönes Grün. Und zack, ist euer Text grün. Die Schriftart können wir natürlich auch noch verändern. Dafür geht ihr einfach auf dieses kleine Feld hier direkt daneben und nun könnt ihr hier links an der Seite alle eure Schriftarten sehen, die ihr auf dem Computer habt. Da sucht ihr euch jetzt einfach eine aus, die euch gefällt. Ich benutze jetzt einfach mal die Schriftart Unisans, die gefällt mir ziemlich gut, die habe ich euch auch unten in der Beschreibung verlinkt. Hier unten könnten wir jetzt an sich auch noch den Text durchstreichen bzw. unterstreichen, aber das will ich jetzt gar nicht. So, jetzt haben wir schon mal die Farbe und die Schriftart von unserem Text geändert. Hier können wir jetzt noch eine Kontur hinzumachen. Ich nehme jetzt einfach mal die Farbe, nochmal grün, aber ein dunkleres. Und jetzt könnt ihr hier die Stärke davon einstellen, beziehungsweise halt die Dicke. Macht ihr jetzt mal hier auf den Maximalwert 30. Und jetzt seht ihr, haben wir so einen kleinen Rand um den Text herum gemacht. Jetzt wollen wir ja vielleicht auch noch den Text ein bisschen verschieben, beziehungsweise vergrößern oder verkleinern. Und dafür gehen wir einfach auf einen von diesen Punkten hier an der Seite und ziehen das Ganze dann so zurecht. Ich mache es jetzt mal hier so ein bisschen kleiner, so sieht es gut aus. Und verschieben könnt ihr das Ganze auch wieder mit diesem grauen Punkt hier in der Mitte. Ich mache das Ganze jetzt einfach mal hier oben rechts in die Ecke. Perfekt. Sehr gut, dann können wir jetzt auch zum nächsten Effekt kommen. Und zwar mache ich den jetzt auch einfach mal auf denselben Clip hier. Und zwar heißt der Effekt Farbton, Helligkeit, Sättigung. Der ist wirklich sehr, sehr simpel. Ihr könnt halt hier den Clip heller bzw. dunkler machen. Ihr könnt den Clip sättigen oder halt entsättigen, bis es komplett schwarz-weiß ist. Da würde ich aber wirklich vorsichtig sein, weil ihr seht schon, so soll euer Clip jetzt nicht aussehen. Es war wirklich schön farbenfroh, aber das wollen wir natürlich nicht. Und ihr könnt natürlich auch noch den Farbton verändern, aber da würde ich auch ganz, ganz vorsichtig sein und das am besten gar nicht erst anrühren. Wenn ihr genau hinguckt, seht ihr, dass wenn ich die Helligkeit von dem Clip hier verändere, damit auch gleichzeitig die Helligkeit von dem Text da oben verändere. Kann ich das ja mal zeigen, hier wird das ziemlich deutlich. Das wollen wir natürlich nicht, weshalb wir einfach diesen Farbton-Helligkeit-Sättigungseffekt über den Texteffekt ziehen. So eine einfache Faustregel, die ihr euch immer merken könnt, ist, dass der Texteffekt immer am weitesten unten sein muss. Sonst werden nämlich die anderen Effekte auch auf den Texteffekt angebracht. Und das will man in den meisten Fällen wirklich nicht. Ein weiterer Effekt, den ich euch auch noch schnell zeigen kann, ist der sogenannte Stabilisieren-Effekt. Der macht das, was er halt auch sagt. Er stabilisiert nämlich euer Video. Das Ganze funktioniert echt ganz okay, wenn ihr halt schon einen einigermaßen stabilen Clip habt. Wenn ihr jetzt einen komplett verwackelten Clip habt, wo ihr, keine Ahnung, aus der Hand filmt und nebenbei auch noch umherläuft, dann wird der Effekt auch nichts bringen. Aber wenn ihr schon so einen halbwegs stabilen Clip habt mit so ein paar kleinen Rucklern, so wie der hier jetzt zum Beispiel, dann ist das schon wirklich hilfreich. Wenn ihr den Effekt nämlich auf den Clip hinzugefügt habt, müsst ihr einfach nur hier auf Analysieren drücken. Dann seht ihr hier rechts an der Seite den Fortschritt. Und schon ist euer Video ein bisschen stabilisiert. Und jetzt natürlich auch wieder dran denken, wir müssen den Stabilisieren-Effekt über den Texteffekt ziehen. Sonst verzerrt sich ja auch der Text da oben und das wollen wir nicht. Ja, das waren erstmal die wichtigsten Effekte. Es gibt natürlich noch Dutzend andere Effekte, aber die sind jetzt halt einfach zu viel für dieses Video. Viele davon, bin ich ganz ehrlich, sind doch einfach nicht so wirklich gut und die braucht man auch nicht. Aber naja, ihr könnt ja einfach mal selbst ausprobieren und gucken, was euch am besten gefällt. Ich meine, wenn man selbst ausprobiert, lernt man immer noch am meisten. In Shotcut habt ihr auch die Möglichkeit, zwischen zwei Clips einen flüssigen Übergang zu machen. Das Ganze ist auch wirklich, wirklich einfach. Ihr müsst nämlich einfach nur die beiden Clips einfach übereinander ziehen. So. Und schon habt ihr hier bei der Überlappung, sage ich jetzt einfach mal, dieses Muster. Das wählt ihr einfach aus,
geht dann zu Eigenschaften und schon könnt ihr hier bei diesem Menü verschiedenste Übergänge auswählen. Der simpelste und eigentlich auch meist benutzte ist der Auflösenübergang. Ich kann euch den ja mal zeigen. Gott vor. Viel Spaß. Das ruckelt jetzt natürlich ein bisschen, wenn wir das Video später exportieren, ist das natürlich flüssig. Ja, aber ihr seht, das ist dieser ganz normale Übergang zwischen zwei Clips. Ich kann euch aber noch einen anderen zeigen, zum Beispiel Balken horizontal. Der ist auch eigentlich ganz witzig. Ja, da streicht er halt einfach so einen Balken rüber. Das Ganze könnt ihr auch nochmal umkehren. Zum Beispiel jetzt geht der Balken ja von links nach rechts. Ihr könnt es aber auch so machen, dass er von rechts nach links gehen soll. Und ihr könnt hier noch die Weichheit von dem Balken einstellen. Ich kann es einfach mal auf 0 machen. Dann ist das hier so eine, ja, ich sag mal so eine harte Kante. Und ich kann es auch einfach mal ein bisschen höher machen. Dann wird es halt deutlich weicher. Ja, und hier bin ich ehrlich, gilt wieder dasselbe wie davor. Am besten probiert ihr einfach mal so viele Effekte, wie es geht, hier selbst aus. Ihr werdet natürlich auch wieder sehen, das Weiße, was da ist, ist ja einfach Müll. Kann man nicht anders sagen, aber naja, ausprobieren hilft. Übertreibt es bloß nicht mit den Übergängen, weil häufig ist so ein einfacher Schnitt zwischen zwei Clips immer noch besser als so ein komischer, auffälliger Übergang. Das Einzige, was ich jetzt natürlich noch schnell machen muss, ist diesen überstehenden Teil vom Song zu entfernen. Das Ganze läuft wieder vor auch. Einfach das Ende raussuchen. Den Song schneiden und dann das hintere Ende löschen. Ja, dann habt ihr es auch geschafft. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist das Video zu exportieren, damit ihr das halt auf dem Handy, auf dem Computer gucken könnt oder damit ihr es auf YouTube hochladen könnt, so wie ich es ja jetzt hier mache. Und um das Video zu exportieren, müsst ihr einfach auf dieses Exportieren-Feld hier oben klicken. Dann öffnet sich hier bei euch dieser Exportieren-Ordner. Dort habt ihr jetzt viele verschiedene Dateiformate. Die meisten davon, bin ich ganz ehrlich, sagen mir auch nichts. Aber das ist auch gar kein Problem. Ihr braucht nämlich eigentlich nur dieses H264. Und zwar das High Profile. Das ist halt einfach MP4 mit der höchsten Qualität. Wichtig ist bloß, dass ihr hier von Zeitachse ausgewählt habt. Und ja, dann könnt ihr auch schon die Datei exportieren. Hier könnt ihr euch jetzt noch einen Namen für die Datei aussuchen. Ich nenne es jetzt einfach mal Shotcut Einführung. Klick auf Speichern. Und schon seht ihr hier rechts an der Seite den Fortschritt vom Exportieren. Und ja, dann bedanke ich mich natürlich wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es freut mich, dass ich euch hier irgendwie zum Filme machen, zum Videoschneiden bringen konnte. Und ja, dann war es das jetzt auch. Lasst ein Like und ein Abo da. Ciao.